eigentlich war mir klar, dass ich das Thema will, weil ich mich damit am meisten identifizieren kann. Ich kann das auch noch mal ein bisschen simpler formulieren. Ich heiße Nora Zieler, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere hier an der Technischen Hochschule in Werkstofftechnik im Bachelor. Bei meiner Arbeit geht es um das Recycling von PET-Einwegflaschen. Und zwar soll daraus ein Filament hergestellt werden, das man wieder zum 3D-Drucken benutzen kann. Werkstofftechnik ist vom Namen her vielleicht nicht so bekannt, aber hinter den Werkstoffen, hinter der Materialwissenschaft, da steckt eigentlich alles. Also wir sitzen hier auf Werkstoffen, wir haben Werkstoffe an. Es geht eigentlich gar nicht ohne Werkstoffe. Ich wollte eben nicht an die Universität, weil mir das alles zu theoretisch ist. Ich wollte auf jeden Fall sehr viel Praxisbezug, damit ich später im Job das alles auch schon mal gemacht habe und nicht nur in Büchern davon gelesen habe. Von dem her ist es ein Studium, das einen riesen Bereich eröffnet, in dem man später arbeiten kann, in der Industrie, in großen, in kleinen Firmen, bei dem man sein praktisches, handwerkliches Geschick umsetzen kann, mit dem man wirklich auch selber was bewegen kann. Mein Thema habe ich gewählt, weil ich das Thema Nachhaltigkeit einfach in der heutigen Zeit super spannend und aktuell finde. Unsere Welt, die entwickelt sich ja andauernd weiter und es gibt ja keinen Stillstand und man muss immer neue Werkstoffe produzieren und neuen Anforderungen gerecht werden. Frau Zieler ist sehr angenehm, mit ihr zu arbeiten, da sie eben auch diese Idee mitbringt, Spaß daran hat, praktisch zu arbeiten, aber eben auch die Theorie dahinter zu erarbeiten. Auch in der Industrie ist es nicht so, dass der gelbe Sack vorne in die Maschine reinkommt und hinten kommt der neue Kunststoffgegenstand raus, sondern da gehört wirklich hochentwickelte Separationstechnik dazu, Aufbereitungstechnik. Kunststoffgegenstände nehmen, wieder aufschmelzen und wieder neu verarbeiten, ist so einfach nicht. Das ist ein ziemlicher Drahtseilakt, wenn man mit Kunststoffen hantiert. Ich muss teilweise nur 2-3 Grad höher gehen und schon habe ich einen komplett anderen Werkstoff vor mir. Das ist das, was im Studium auch notwendig ist, der Spaß am Praktischen und das Ganze zu verknüpfen mit den ja, auch theoretischen, manchmal auch trockenen Hintergründen. Das ist jetzt übertrieben vielleicht, aber ich würde gern abends nach Hause kommen und wissen, ich habe was Gutes getan, was einfach die Welt nicht noch schlechter macht, als sie ist. Ich will nicht noch mehr Kunststoff herstellen, der dann in den Meeren rumschwimmt. Ich will zur Lösung von Problemen beitragen.